So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thea 2. Wir haben hier jetzt plötzlich eine Sache mit wieder der üblichen Kröte, die ihren Sumpf verloren hat, so wie es aussieht. Approach carefully. Ja, genau. Wie kann man einen Sumpf verloren? Wir helfen, kein Thema. So. Oh, Wits für unseren Jäger, das ist auch gut. So, können wir hier noch irgendwo bei helfen? Nö, gerade nicht. Schade. Da müssen wir augenscheinlich noch hin. So, und wir haben jetzt zum Glück Meaty Meals freigeschaltet. Das heißt, wir können dieses ganze Fleisch, das wir die ganze Zeit finden oder gefunden haben, auch mal verarbeiten. Ach, perfekt. Oh, a terrible storm with violent flashes of bright light catches you on the open road. Ich finde dieses Ausrufezeichen mit dem Schädel und dem Knochen cool. Luckily you see the ruins of an old manor house, perhaps even a small castle back in the day. Its walls are sturdy enough to give you shelter. Take cover! You hide in the old ruins and the storm rages outside, yet it does not enter this place. However, you hear a forceful bellowing voice. This is my home, how dare you intrude? Ask who is speaking, insist that you are no threat, you only wish for shelter. Okay. Ach, der Chort, ja. Kennen wir an. Das machen wir mal. So, wir sind ja ganz nett, wir tun dir nichts. So, Wonderful One. Ja, wir kennen das. Zack. Und wir kriegen Schrottzeug. Increases Personal Carry Limit 27, wiegt aber 29. Ja, super. Das kann man direkt wegschmeißen, das Zeug. Lucky Sword verbessern. Kuba könnte. Komm, Protective Word. Schadet nicht. So, Wisdom, ja, wir kennen das. Ist da. The light did it. Wir kennen's. Das können wir leider nicht. It is not a schmur, obviously. It is a cursed thing. And that is why it stayed. The light was too weak to break it, to take it. That is good. Or is it? Das haben sie synchronisiert? Okay, den Rest noch nicht. Is she asking you? Not really, no. But you must know demons are made of magic. We are bound to it, bound to laws stronger than our own will. We cannot break those bonds. Not without other bonds, prices, deals, tricks. Those who left, they just left. How? Yeah, okay. Kiss it, yes. That will work. How's that going to work? I take a wee bit of your blood. Then you kiss the toad and I prepare a ritual. You will need to have a strong spirit to help break the curse. Da sind wir nicht gut drin, das lehnen wir ab. Oh, fine, fine. Don't need it. Just kiss the toad. Face the music, that's all. And if you fail? You will likely be stung by the magic, but nothing more. Refuse, yeah. Threats, no negotiations, just gave me the toad. Odd folk. Here, have a gift for your troubles and go away. Dazzling Scroll, ja gut. Schadet auch nicht so was. Wir haben uns hier weiter unten auch noch nicht hundertprozentig umgesehen. Ja, also wir haben einfach richtig beschissene Werte, wenn es um Magie geht, ganz im Ernst. Da wollte ich uns nicht noch irgendwie einen Fluch aufladen oder so. Jetzt haben wir wieder einiges an Kräutern. Ich glaube, ich warte jetzt erstmal mit dem Kochen noch ein bisschen. Wir haben erstmal genug. Es passiert etwas. Ah, das Kind hier wird erwachsen. Craftsman Gatherer haben wir beide. Ja, komm, dann machen wir einfach noch einen Krieger, wenn es klappt. Siroslava. The child's youth no more. Today they join the proud ranks of the warrior caste. Quatsch. Hier hin. Dann ist der Zauberstab natürlich ein bisschen fehl am Platz. Komm, geben wir mal das Stahlschwert. So ein Stahlschwert hat doch was. So, und da sind ein paar Untote. Hauen wir sie um. Ja.
beschwere ich mich jetzt auch nicht drüber. Ich kann mal gucken, ob diese Iron Javelins besser sind als das, was unser Jäger gerade hat. Wahrscheinlich sind sie es. Nee, tatsächlich nicht. Okay, dann, dann lassen wir das. Oh. Die Eber nehmen wir uns in der nächsten Runde vor. Für Veggies haben wir nicht genug Zeit. Moment, haben wir nicht wieder irgendwie was Nettes gefunden zum... Ja, wir haben Pilze gefunden, genau. Dann machen wir doch einfach mal Pilze mit Kräutern. So ein gutes altes Fried Mushroom. Zeugs. Zeugs ist ein super Wort, ganz im Ernst. From your you come across a small hamlet and you are invited to rest. Wir kennen's. Woken by a Survivors, keep looking, wir kennen das Ganze. There is a sense of overwhelming harmony, an exuberant blast of light and order that stifles your mind and soul. The gods favor balance. Ich könnte jetzt... Moment, kann ich das irgendwie unterbrechen, was hier gerade gelabert wird? Ich weiß es nicht. Hier, ich laber einfach mal drüber. Ich könnte jetzt angreifen, das ist aber eine Vierer-Schwierigkeit. Wobei, wir haben jetzt eine Kriegerin, das... Ich probier's. You defeat the family and see their bodies burn to ash as they fall. The oppressive light lingers, as if searching for a new host, but it does not approach you, and eventually it disappears. Punkt Destiny für unseren Handwerker? Ja gut, warum nicht? So, hier Intelligence, für den ist auch mal gut. So, hier sind die Eber. Komm, hau mal platt, gib mir Fleisch. Zack, 20 Fleisch, warum nicht, ne? Und hier. Ja, wir nehmen die sichereren Gebiete, weil ansonsten verletzen wir uns einfach nur. Das ist Blödsinn. Es ist halt eine höhere Chance, dass da was Gutes ist, aber ist jetzt nicht so, dass wir da Riesenprobleme hätten. 40 Fleisch haben wir jetzt inzwischen. Komm, dann machen wir mal ordentlich was an Fleischbällchen draus. Ach, was greift uns denn da an? Be it a monologue of great importance, a beautiful song or seductive lyric, but someone is trying to entrance you with their silver tongues. Ja. Verstanden. Wir werden angegriffen von Ratten, die jetzt tot sind. Ah, er hier. Du nimmst die Ghostly Eggs aber sowas von mit. Intelligence. Der kriegt überraschend viel in Wisdom. Naja. Auch sie hier. Gut, es gibt Schlimmeres. Dann kann man halt tatsächlich besser die Social Challenges auch noch machen. Rats and Bats Nest. Wir haben gesehen, dass wir eben eine Vierer-Challenge relativ gut hingekriegt haben. Oh Gott, wir werden angegriffen. Wie schrecklich, wie schrecklich, wie schrecklich. Sie sind alle tot. Ah, wir kennen das Ganze. Turmoil. Lightning strikes the defeat and you smell your own bones, burnt skin and hair. Das lief jetzt nicht so gut. Ah, wir kennen die Sache. Ja, wir nehmen, würde ich mal sagen, Dola. Passt. So, und jetzt wollen wir schauen, was wir denn eigentlich gerne herstellen möchten. Weil Sammeln ist ja nicht so ganz unser Steckenpferd, aber wir können ja eventuell gute Sachen herstellen. Zweihandschwerter sind zum Beispiel eine Sache, die ich sehr gut finde. Darum werden wir jetzt erstmal Schwerter skillen. So, hier. Mysticism. Destiny. Das ist eine Sache, die basiert auf Intelligence oder Stärke. Dann nehmen wir das mit. So. Jetzt würde ich noch eine Runde warten, dass wir wenigstens noch ein bisschen Erholungszeit haben. Und hier können wir auch Holz sammeln, was äußerst nützlich ist. Und fürs Fleisch reicht es nicht ganz, aber passt schon. So. Brute Force, so. Lucky Sword brauchen wir nicht unbedingt. Was haben wir hier? Wind. Bringt gerade nicht viel. Angriff. Hauen um. Das machen wir lieber manuell. Okay, der haut aber hart zu da vorne. Was haben wir hier noch? Double Toss aus der hinteren Reihe passt ganz gut eigentlich. Ja genau, wir können auch den Eber noch dazu holen. Den haben wir ja auch noch.
Ah ja, stimmt, die haben Strength of the Swarm wahrscheinlich. Das ist nicht so geil. Wir brauchen auf jeden Fall unseren Jäger. Die scheinen nicht wirklich was an Schild zu haben. Das heißt, da können wir sagen, wir hauen den einfach nur raus. Komm, wozu haben wir einen Ork? Und einen Krieger. Der kann zur Not auch mal ein bisschen was einstecken. Er hier hat Schilde hoch. Das bringt jetzt gerade nicht so viel. Da würde ich sagen, warten wir lieber, dass wir noch sie damit zustellen können. Oder wir hauen einen irgendeinen Charakter noch... Ah, wen hauen wir jetzt noch mal rein? Die Orkin macht 16 mit Splash Damage. Das Problem ist, die kriegt hier von der Seite... Aber die hat 50 Lebenspunkte, ganz im Ernst. Hauen wir sie rein. Okay, das war unser Eber. Aua. Moment, jetzt haben wir hier gerade... Ach, Waffenangriff mit 14 Schaden. Ich würde sagen, wir hauen am ehesten erstmal da drauf. So, der hat ein bisschen was zurückgegeben automatisch, aber... Ja, das ist trotzdem keine einfache Nummer hier. Könnte doch sein, dass ich unsere Orkin ein bisschen überschätze. Wobei. Das Vieh haben wir um. Das ist schon mal gut. Das war das Schlimmste. So. Der Rest ist nicht ansatzweise... Ja, wobei, doch ein bisschen stärker haben wir hier schon den Gegner. Aber das wird jetzt noch gut machbar. Ich würde sagen, hierhin. So. Huh. Aua. Ich hoffe, dass die das überlebt. Also, nach dem Kampf. So, wir haben jetzt ihn hier immer noch. Ach, die haben auch noch so einen scheiß Hortschläg dabei. Er hier kann noch ein bisschen was. Und der hat auch noch Strength of the Swarm. Das ist ja absolut widerwärtig mit denen. Ihren Eber vor die Ratte, dass die Ratte wenigstens ein Ziel weniger hat. Der kann auch aus der zweiten... Nein, der Line Charge geht nur aus der ersten Reihe. Weapon Attack geht aus der zweiten. Er hier hat 7 Brute Force. Komm, machen wir. Und hat ein Elfer Schild. Den Schützen nehmen wir noch ein zweites Mal rein. Der Krieger könnte aus der zweiten Reihe angreifen, was jetzt nicht so viel bringt im Moment. Wichtig ist, dass das Viech eigentlich möglichst schnell platt ist, aber ob wir das so gut hinkriegen. Ansonsten könnte er halt den Schildwert von jemandem erhöhen. Von ihm hier zum Beispiel, dass er einen Angriff überlebt. So, das könnte jetzt ein bisschen... Na, Hortschläg lebt noch, das ist kacke. Vor allem, weil der sich an den Gegnern auch hochheilt. Die Sau muss weg. So. Hat lange genug überlebt für seinen Zweck. So, machen 14 Schaden hier. Die Ratte hat, glaube ich, noch nicht angegriffen. Zack, raus.
Das Ding macht 12 Schaden, da ist es mir lieber, dass das raus ist, bevor wir die anderen umhauen. So. Das haben wir jetzt überraschend gut hingekriegt. War trotzdem nie. Och, es gibt immer noch welche. Das Vieh ist ja immer noch da. Ja gut, wir können dem den Eber vors Gesicht setzen. Und dahinter einen Jäger, der aus zweiter Reihe einfach schießt. Ansonsten hätten wir zum Beispiel immer noch unseren kleinen Messerwerfer hier. Und der hier, den stelle ich einfach mal hier hin, dass er zur Not mal draufhaut, aber das wird ja alles nicht nötig sein, weil der Jäger ja vorzeitig... Okay, ist nicht der Einzige, der noch da ist. Verstehe. Dann haben wir hier noch einen Jäger. Aua, aua, aua. Kleinhardt, hurry up, das bringt jetzt nicht so viel. Aber der Jäger, nicht der Jäger, der Krieger hier kann ein bisschen was machen. Ork hat nur Hunters Mark, bringt jetzt nicht so viel. Zack, hier, 3 Schild. Besser als nix. So. Dieses komische Riesen-Opossum-Viech ist platt. Wer von denen macht den meisten Schaden? Er hier. Raus mit dem. So, der Rest hat noch nicht angegriffen, darum erst ihn hier rausnehmen. Puh, das war trotzdem doch etwas härter als erwartet. Es hat bei diesen Lichtkräften deutlich besser funktioniert, obwohl das beides eine Vierer-Challenge war. Aber der Jäger hat uns da echt den Arsch gerettet mit einigen Sachen. The nest is clear, so you should have some peace for now. Immerhin, es ist keiner unter Null gefallen, das ist schon mal wichtig. Screeching Sound Investigate, help the little fella out, wir kennen das, wir versuchen das mal, zack, kein Thema. Leave. Und jetzt bleiben wir hier mal kurz sitzen. Dann sammeln noch mal ein bisschen Holz. Kochen was, keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, dass niemand jetzt stirbt. Da haben wir schon mal Schwein gehabt. Ich würde sagen, wir warten wirklich und sammeln einfach nur weiter Holz, bis das Rote verschwindet. So. Damit sind wir nämlich schon mal aus dem Gröbsten raus. Warte mal denn hier. Ach, Dola, ja. Claude, kennen das. Child, wir haben ein Kind dabei, also dann klappt das problemlos. Danke, Biede, kein Thema. Jo. Zack, haben wir nichts mit zu tun mit dem hier. Fertig. Weggeräumt. Counterattack. Nehmen wir auf jeden Fall auf eine höhere Stufe. Hier haben wir Master Craftsman erhöht, ist eine gute Sache. Intelligence schadet jetzt auch nicht. Wits. Wits ist immer gut. Was haben wir hier? You find a small abandoned house. Most of it has collapsed. Ja, kein Thema. Gather what you can leave. Ein schlechtes Eisenschwert. Super. Closer look. Go in. Set the setup carefully. Create a protective circle.
Lost the hit, put a chain around it. Ja, ich möchte jetzt nicht noch eine Vierer-Challenge machen, während die Leute noch angeschlagen sind. Da könnte am äußersten Rand noch was sein. Ja, unsere Orkin braucht echt noch ein bisschen, bis die wieder ganz auf den Beinen ist, aber... Oh, hier ambushed by Goblin Bandits. Versuchen wir doch erstmal zu reden. Wir geben ein bisschen was ab. Ganz, ganz ruhig. Wir haben hier doch so Sachen wie dieses Schwert und diese Kette, die keiner brauchen kann. So. Hier kann man nochmal Ork verbessern. Zack, nochmal mehr Stärke. Hier. Hm. Im Zweifel Craftsman. So. Und wir können jetzt skillen, dass wir zum Beispiel Zweihandschwerter aus mehr Materialien herstellen können, unterschiedlichen. Und die generell ein bisschen besser sind. Oh, es passiert was. You're ambushed by a band of crazed scavengers, clearly driven to take more risk than usual. Sicher, dass ihr das wollt? So, stand firm and intimidate them with your brawny muscle. You face them head on, raise your weapons and flex your muscles. The scavengers look very unsure of themselves now. Some even leave. Okay. Es sind noch welche da, hauen wir so um. Hm. Hat Nahrung dabei. Aber wir haben inzwischen so viel Fleisch, aber auch Gemüse dabei. So ein bisschen Gemüse schadet nicht, dass wir da ein bisschen was draus machen können. Wir wollen ja unser Angebot möglichst reichhaltig halten. So, hier geht's noch weiter. Oh, hier ist eine Ruine, die wir in der nächsten Runde plündern können. Sammeln vorher ein bisschen Fisch. Discover the ruins of an ancient human cemetery, one where burial was clearly the custom. There's some there are gravestones with faded markings and even large stone crypts. Have a closer look. The cemetery is quiet and empty. You see an unburied body on the ground clutching a stash of goods. Take the stash and bury the corpse. You try to bury the corpse, but clearly you have offended its spirit somehow. You feel its anger reaching from beyond and cursing you. Ja gut, super. Physical curse für unseren Handwerker. Schrecklich, schrecklich. Okay. Sammeln wir mal weiter Holz. Falsch rum. So, zack, zack, dann passt's. Auch wenn der Winter nicht mehr so lange dauert, Schaden tut es nicht. Und hier scheint noch eine Ruine zu sein, ja. Und gleich zwei Artefakte. Wir sollten uns auch langsam daran machen, die Artefakte zu sammeln, ganz im Ernst. Es schadet nicht und wir können dann halt, gerade wenn wir wieder so Downtime haben, einfach durch zum Beispiel, naja, Verletzte, sagen, dann forschen wir halt ein bisschen. Komm, einmal reicht. So. Level up für unsere Kriegerin. Showing off ist ein bisschen Blödsinn, aber Headbutt ist gut. Ah. As you scour some old ruins for loot, you notice you're not the first to arrive. The other group does not see you yet, but this may change at any moment. Call upon turmoil and attack whoever dares to stand in your path. You feel strengthened by your god. Kriegen wir ziemlich mehr Max Health. Angriff! Butts! Your decisive attack destroys the enemy, but you did not notice a small group taking off with what they looted here. Still, you are now free to continue the search of the ruins. Südlich? Iron Javelins. Okay. So, komm, jetzt sammeln wir mal mit unseren krassesten Leuten das Zeug ein. Dauert natürlich trotzdem ein bisschen. Ich könnte ja eigentlich erstmal einen Schnitt machen. Oh, ja, klar. A black cat crosses your path. Ich glaube, da mache ich hier den Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß als konstruktive Kritik. Dann, ja, ein Däumchen nach oben und so weiter. Ihr kennt die ganze Sache. Und wer mich unterstützen will, kann natürlich auf Bandcamp vorbeischauen. Bis dahin, cheerio.